Ja, wir freuen uns, dass so viele kommen, dass so viele das sehen möchten und uns da unterstützen wollen. Und wir werden unserer Arbeit nachgehen und die Fans haben auch nicht Spaß dabei. Es ist schön, mal die Tore wieder aufzumachen, die Begegnung mit den Fans zu haben. Und ich glaube, das Wichtigste ist für die Kinder am Ende, dass sie ihre Spieler von der Nähe sehen, dass sie Autogramme bekommen, Selfies bekommen. Wir brauchen natürlich für den deutschen Kader die Bayern in Bestform. Ich habe jetzt die Spiele nicht so intensiv verfolgt. Ich kann nicht sagen, wer da jetzt gerade weniger gut in Form ist oder wer gut in Form ist. Ich denke, der Niko Kovac ist ein Trainer, der schon auch Erfahrung hatte auf internationalem Bereich natürlich auch. Und der weiß schon auch, wo er den Hebel jetzt ansetzen muss. Am Anfang ist alles bei den Bayern wahnsinnig gehypt worden, die ersten Spiele. Jetzt haben sie mal 3 oder 4 Spiele eben auch nicht gewonnen, klar. Wenn man über Boateng, über Müller oder über Hummels redet, dann diese Spieler Neuer, die haben einfach auch viel Erfahrung. Die können dann auch mal innerhalb von einer Woche wieder eine ganz andere Leistung zeigen, als sie vielleicht am letzten Samstag es gezeigt haben. Der Nations Cup ist jetzt für uns nicht unbedingt der größte Druck, den wir im Fußball haben. Deswegen uns macht das Spaß. Wir haben 2 attraktive Gegner und deswegen gehen wir da schon mit der nötigen Leichtigkeit an. Für uns, für mich als Nationaltrainer, ist die Nations League eigentlich eine gute Erfindung sozusagen, weil wir eben auch gegen Top-Nationen spielen, weil es um was geht, es ist ein Wettbewerb. Und das ist mir manchmal in der Phase jetzt auch lieber, als immer gegen die ganz Kleinen zu spielen. Dieser sportliche Anreiz ist da, man will nicht absteigen, man will natürlich auch seine Position behaupten, zumindest nicht als Gruppenletzter und natürlich auch Selbstvertrauen schaffen. Ich weiß nicht, ob man jeden Tag damit rechnet, dass der Bundestrainer einen anruft. Hat mich natürlich sehr gefreut, gerechnet nicht unbedingt. Die ganze Art und Weise, wie er spielt, die passt schon auch gut zu unserem Spiel. Das ist ein wichtiges Kriterium für mich selbst. Er hat absolut technisch gute Qualitäten und vor allen Dingen auch hat Torjägerqualitäten. Im Strafraum ist er sehr gefährlich im Abschluss und das bin ich mir sicher, das wird er zeigen diese Woche. Diese Torgefährlichkeit in der Box, die bringe ich sicherlich mit, auch wenn es jetzt in dieser Saison noch nicht ganz so gut geklappt hat auf Schalke. Aber da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken, dass das noch kommt. Die Niederländer sind wieder auf dem Weg nach oben, nach ihrer Durststrecke und Frankreich ist amtierender Weltmeister. Also ich glaube, dass wir uns alle, die Spieler, wie wir Trainer, auf diese Spiele freuen. Und uns natürlich auch der Schwere schon auch bewusst sind dieser Spiele, weil wir spielen beide Spiele auswärts in Amsterdam und in Paris. Wir haben gesehen schon beim Spiel der Bayern gegen Ajax, aber auch in anderen Spielen von den Holländern, dass die Mannschaft wieder im Aufwind ist, dass sie nicht so schlecht ist, wie man vielleicht glauben mag, weil sie sich nicht qualifiziert hat. Also wir sind gewarnt und das werden 2 ganz schwere Spiele.